Hallo und willkommen zum dritten Part der SFML Spieleprogrammierungsserie, kann man sagen, in der ich euch zeigen möchte, wie ihr mit SFML ein Spiel programmiert. So, im letzten Part haben wir das hier geschafft, eine Textur, die sich dreht in so einem Mittelpunkt. Und in diesem Part möchte ich euch zeigen, wie ihr sie mit der Tastatur steuern könnt und dann halt auch drehen könnt oder skalieren könnt, wie ihr halt wollt. Also dafür stellen wir uns hier oben gleich mal eine kleine Methode, nennen wir Void Movement, und die möchte, sagen wir einfach mal, ein STD String, nennen wir Pfad. Nein, nichts, wir lassen einfach mal leer. So, jetzt wollen wir natürlich den Sprite bewegen. Wie machen wir das? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das hier zu einer Vektor, also zu einem SF-Vektor. Das ist eine Funktion, mit die halt X und Y sagt, und mit der kann man halt den Sprite dann vor, zurück, links, rechts bewegen. So. Oder wir machen das so, übergeben hier die Position des Dings und wir stellen hier drin ein Sprite-Objekt, übergeben, tun das bewegen, also wir erstellen hier ein Sprite-Objekt, bewegen das hier und tun am Ende, nachdem wir fertig sind, was wir den Sprite, den wir hier virtuell bewegt haben, hier dann auch hier zuweisen. Aber wir machen das jetzt über die erste Variante. Wir machen jetzt hier einfach mal SF Vektor 2F wegen F. Hier kann man hinten dazu schreiben verschiedene Sachen. Einmal F, das steht für Float. Int, das steht für nur positive Ganzzahlen. Und ja, wir benutzen Float. Und das sagen wir jetzt einfach. Also man kann jetzt die Tastatur ansprechen über SF Keyboard, dann Is Key Pressed und dann wieder SF Keyboard und dann welchen Buchstaben man hier halt auswählt. Gibt es eigentlich fast jede Taste. Und ja, wir können jetzt einfach mal sagen SF Keyboard. Tastatur und dann sagen wir if Tastatur.isKeyPressed SF Keyboard, sagen wir jetzt einfach mal w, dann return SF Vektor 2f. Und jetzt die x-Koordinate ist jetzt 0 und die y ist minus 1. So returnen wir diesen Wert. Und jetzt können wir Movement hier im Sprite-Objekt aufrufen. Nein, nicht hier, weil das wird nicht wiederholt, sondern hier drinnen. M-Sprite. Und das ist eine Funktion, die heißt Move. Und der übergeben wir einfach die Methode Movement. So, wenn wir das jetzt starten, dann kommt ein Error, weil wir hier auch ein normales Return brauchen einerseits, weil wenn das hier nicht auftritt, das hier, das kommt ja nur, wenn die Taste gedrückt ist, sonst läuft es durch. Und wir brauchen hier bei so einem Datentyp brauchen wir immer einen Return. Wir brauchen erstmal automatisch so einen Return. Und jetzt, wenn wir W drücken, bewegen wir uns ganz langsam nach oben. Seht ihr das? Ganz langsam. Und das können wir jetzt natürlich erhöhen auf 4. Dann bewegen wir uns natürlich schneller nach oben. Tschung. Seht ihr? Aber wir sehen jetzt, dass es etwas ruckelt. Habt ihr das gesehen? Das liegt daran, da wir das hier in die Eventschleife reingeklatscht haben. Wenn wir das hier außerhalb hinklatschen,
dann soll es wesentlich schneller gehen und flüssiger. Tju. Ja, das war jetzt etwas sehr schnell. Sagen wir 0,1. Seht ihr? Jetzt geht's relativ flüssig hoch. Ihr habt gesehen, dass es bei minus 4 Pixel recht flott geht. Das liegt daran, dass das SFML, also jede Spieleprogrammiersprache, das hier, diesen Bereich hier, so schnell durchläuft, so schnell der PC kann. Also wenn ihr dann einen High-End-Rechner habt mit, was weiß ich, zwei Prozessoren, zweimal i7, 8 Kern, dann fliegt das Ding auch schon bei 0,0001 mit Lichtgeschwindigkeit drauf. Dafür kann man hier einfach schreiben, mWindow, also man tut das Render-Window auswählen, Punkt Z Frame Limit, also wie viel Frames es maximal haben darf, und sagen wir 60. Und jetzt mit 0,01 das durchlaufen lassen. Wie langsam es geht. 100 Jahre. Machen wir jetzt hier wieder 1 und hier bei der Umdrehung kann man auch 1 sagen. Und jetzt geht's halbwegs. Übrigens, das Drehen schalte ich aus, weil das nervt mich, während ich mich bewege. So, jetzt kann man das raufbewegen. Ist noch ein bisschen sehr langsam. Haben wir 3. Das eine schöne Geschwindigkeit haben. Ja, sag mal 5. Ja, 5 geht. Jetzt können wir das hier kopieren. Jetzt sagen wir hier S und hier Plus. Dann sagen wir noch bop, bop. Jetzt können wir sagen hier 5 und hier 0 und hier 0 und hier minus 5. Na, machen wir hier minus 5 und hier plus 5. Das wäre dann D und das wäre dann A. So, jetzt kann man sich in alle Richtungen, in diese Richtungen bewegen. Ja. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, wenn man sprinten möchte, jetzt müssen wir dann hier noch einbauen. Na, oder wir machen das anders, wir machen das flexibler. Wir schreiben, machen uns hier mal eine Variable, die heißt int boost ist gleich int boost ist gleich 10. Nein, wir machen int speed ist gleich 5. Sagen wir speed immer statt 5. Das ist wesentlich erstmal flexibler, wenn wir jetzt die Geschwindigkeit ändern wollen, müssen wir nur den Hinwert ändern. Und dann sagen if Tastatur.isKeyPressed SF-Keyboard Linksshift oder Tastatur.isKeyPressed SF-Keyboard Right Shift, dann Speed gleich 10. Else. Nein, gar nichts müssen wir schreiben. Weil der hier doch selbst resettet. So dumm. Weil das muss oben hinkommen, weil danach das Speed eingetragen wird. Weil jetzt gehen wir durch. Dann ist Speed gleich 10. Also ist die Taste gedrückt? Ja, dann ist Speed 10. Dann läuft er durch und nimmt den Speed 10 hier überall. Wenn wir das aber da runter hinpacken, beim Durchlauf wird oben Speed auf 5 gesetzt, dann läuft er durch mit 5 Speed und dann wird hier unten wieder der Speed also auf 10 gesetzt, aber dann geht es schon wieder von vorne los. Wir müssen das Boost drüber packen, uns bewegen, oder? Und Shift drücken, bewegen uns wesentlich schneller. Man kann auch übertreiben, kann ich sagen 50. Mal. Also ja. Gut. Also so kann man es theoretisch seine Männchen bewegen. Also diese Methode des Bewegens jetzt so dafür geeignet, dass wenn man nur rauf, runter, links, rechts gehen soll. Wenn ich jetzt W und D drücke oder W, D, S, A,
WA. Seht ihr, man kann schräg nicht gehen. Man kann nur rauf, runter, links, rechts. Schräg geht nicht. Das liegt daran, da wir hier returnen schon und das hier auf 0 ist. Man könnte jetzt mit zwei Variablen arbeiten. Einmal Last Speed oder irgend sowas. Wenn man jetzt das und das drückt, dass dann halt hier irgendwie das von dem und bla. Oder man tut das halt mit Ifs verbinden. Man könnte jetzt noch noch weitere vier Anweisungen machen, die dann darüber gestellt werden. Und das wenn das und das, dann ist der Speed für beide gleich. Zum Beispiel, das heißt nur als Beispiel, if, jetzt nehme ich mir das hier, den W-Teil und zum Beispiel D, das ist für nach rechts oben. Dann return ich natürlich. D ist hier normal Speed. Und jetzt, wenn ich natürlich jetzt beide Tasten drücke, gehe ich schräg nach oben. Aber für die anderen geht das halt nicht. Das muss man halt programmieren, dass man für jede das machen kann. Und jetzt zeige ich die Variante, wo man halt auch schräg gehen könnte. Dafür mache ich mir das jetzt erstmal weg und mache das wieder zu einem Void. Jetzt geht das hier natürlich nicht mehr hier. Nein, das geht sowas nicht mehr. Jetzt übergebe ich hier den. Möchte ich einen Sprite haben? Nein, einen Sprite. Hier kann ich wieder ein Keyboard machen, das nenne ich Tastatur wieder. Und die Tastatur. Ja gut, ich habe mir den ganzen Schreib. Blödsinn ersparen können. Wieder int speed. Hätten wir den unteren Teil löschen müssen. Egal. Dann ist sprite.move sf vector 2f 0 und minus speed. Und hier im Sprite. Das müsste dann theoretisch nicht funktionieren, weil hier ein Strecken fehlt. Okay. So, da bin ich wieder. Das hier oben mit dem Erstellen hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe es auch anders probiert, ging dann auf einmal irgendwie nicht mehr. Ich habe es so gemacht, ich habe es einfach alles hier ins Programm reingeschrieben, also in die Hauptschleife einfach reingeschrieben. Er wird eine Tastatur erstellt und hier habe ich mir einen Vektor erstellt, der heißt Move Sprite und wieder den Speed, den wir kennen. Und jetzt macht man hier man Move Sprite.y schreiben, dann greift man nämlich nur den Y-Parameter von dem Ding zu und hat Minus Speed. Und hier habe ich ausgeguckt, man kann einfach Tastatur nochmal schreiben, das ist einfach die einfache Erneuerung. Und ich kann einfach wieder das Ganze nochmal schreiben, den ganzen Blödsinn kann man dann nochmal schreiben. 1, 2, 3, W, A, S, D. D ist einfach nur X und Plus Speed. Das ist Plus Speed. Das ist Minus Speed auf der X-Achse. Und hier dann einfach Move Sprite.move und da übergehe ich einfach den ganzen Move Sprite Vektor. Wenn ich das jetzt aktiviere, kann ich mich nach unten, oben, links, rechts und diagonal. Also kommt darauf an, was für ein Spiel ihr machen wollt. Wenn man auch diagonal gehen soll, dann macht ihr das halt so. Wenn ihr nur normal, also nur auch wenn ihr auch schräg gehen wollt, dann müsst ihr das halt so machen. Diagonal. Wenn ihr nur geradeaus gehen wollt, könnt ihr das nur so machen. Also so und so. Und wenn ihr es auch in einer anderen Methode machen wollt, auch in einer extra Methode, dann macht ihr einfach genau das gleiche wie hier. Auch mit so einem extra Ding und dann returnt ihr es am Ende, das hier.
Das kann man so auch machen. Natürlich. Also hier ist eine Methode hier oben. Void, move. Jetzt nur für den Schnelldurchlauf. Das ist ein SF-Vektor. F. Und dann klatsche ich das alles hier rein. Und am Ende return move sprite. Hier move. So kann man das natürlich auch machen. Neu laden das Projekt. Und das kann man natürlich auch so schräg bewegen. Ja, so kann man das auch machen hier. Das ist auch eine Möglichkeit. Gut, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Im nächsten Part werden wir uns dann vielleicht schon mit der Maus beschäftigen oder Kollisionen kümmern. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Über eine Bewertung würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.